Alex, komm und seh mich, wenn du die Chance dazu hast. Und vom Black Lantern natürlich. Wieder der schöne Spruch. Es gibt immer eine Entkorkungsgebühr. Alles klar, Jet. Diese Fotos. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn... Oh nein, die Angst kommt zurück. Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jet rede. Sollten wir vermutlich Zuerst muss ich wirklich diese tun. Klamotten loswerden. Ja, würde ich auch sagen. Ducky, hoffentlich geht es ihm gut. Und so cool, dass man immer andere Sachen uns anschauen Jetzt bin ich kann, wohl ne? auf mich allein gestellt. Ich will Ryan und Steph nicht noch tiefer mit reinziehen. Jo, was geht denn gerade auf dem Telefon ab? Wir schauen gleich mal. Riley wird mir bestimmt nicht helfen können, Typhon zu hacken. Ja. Das denke ich mir auch, dass die dafür noch Leute haben, die sich noch besser auskennen. Es ist noch nicht vorbei, Gabe. Das verspreche ich dir. Ja, wir haben nämlich nicht unterschrieben und das, glaube ich, war eine gute Entscheidung. Wir sollen Klamotten aufräumen, aber anscheinend geht das ja gar nicht. Naja, irgendwas irgendwie finden wir schon. Oh. Das muss Ryan sein. Der Abend war vielleicht nicht nur scheiße. Ja, das war zum Beispiel ein echt schöner Moment. Ich freue mich schon auf die Albträume heute Nacht. Mann, ich würde gern mal, Okay. Ich könnte aber auch jetzt mit Jet reden. Okay. Warum auch immer, aber man ist jetzt auf dieses Outfit zum ersten Mal tatsächlich angewiesen, außer das Startoutfit natürlich. Für heute war's das mit dem Spielen, glaube ich. Ja, ich glaube, da hast du schon ganz wunde Finger jetzt. So, das Vielleicht Fahrrad radle noch. ich einfach zur Mine und buddel da selbst nach Antworten. Nee, lieber Okay. nicht. Ab jetzt weht hier wohl ein anderer Wind. Na, auf jeden Fall. Eieiei, du. Also alles nicht so geil jetzt hier irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber bevor wir jetzt runtergehen, nehmen nochmal die Möglichkeit, hier mein Home zu spielen, aber nee, du. Wir haben nämlich sehr, 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 sehr viel My Block. Eier und natürlich seine Angst. Ich sollte anfangen, meine Leistungen in Rechnung zu stellen. Zwei eurer Nachbarn haben ihren Beziehungsstatus geändert. Joe Hopkins und Julia Crow sind jetzt in einer Beziehung. Oh, das sind die zwei, wo wir geholfen haben. Oh mein Gott, endlich! Im Ernst, Alter. Kommt schon, wusste das jeder außer uns? Ja, offensichtlich. Es war schließlich Schön, doch dass ein Ducky eine grandioses tolle Nacht hatte. Frühlingsfest. Es war toll, Er hat's dich dieses Jahr auf verdient. dem Fest zu sehen, Duck. Es ist eindeutig eine Zeit für Neuanfänge. Das ist die richtige Einstellung, Ducky. Oh ja, wirklich. Man sieht ja auch, dass manche Leute einfach sehr, sehr präsent sind. Ah, jetzt verstehe ich, diese Das Anderson bedeutet ist die mir auch vom viel, Ryan. Eiscreme. Das Frühlingsfest Lass ist dir das leider Eis schmecken. vorbei. Aber der Spaß geht weiter beim Lawinen-Eiscreme. Teilt eure liebsten Erinnerungen vom Fest in den Kommentaren und ihr bekommt eine Kugel umsonst. Mitgefallen, wie Joss sich ihr Schnute an Chili verbrannt hat. Mir nichts. Hol dir besser schnell eine Kugel gegen die Verbrennung. Die Musik ganz klar. Uns hat das Set auch gefallen, eine Gratiskugel. Ich habe einen Moment mit jemand ganz Besonderem genossen und eine Verbindungsseele gefühlt, die ich ewig in Ehren halten werde. Verdammt, Alter, ich denke, du hast dir zwei Kugeln verdient. Oh, das ist cool, Ryan. Und das Haven Springs, der offizielle Account, warum er den macht. Was für ein Fest, Haven. Wir haben gegessen, getrunken, uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert, zur Musik getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unserer schönen Stadt genossen. Danke an ein weiteres und ein grandioses Jahr. Tolles Frühlingsfest. Und danke an unseren Geschäftspartner und alle, die sich angestrengt haben, dieses Fest so möglich, so schön wie möglich zu gestalten. Gern geschehen, die lachenden Gesichter und die Freuden waren es wert. Beste Zeit des Jahres, na, auf jeden Fall. Gut, dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Ist schon krass, wie viele Dinger wir mittlerweile gelesen haben. Sieht man ja rechts an dem Blog einfach mal. Genau, dann haben wir Ryans. Oh. Ja, genau. Ryans Freude war ja das mit dem Kuss.
Er hatte anfangs Angst. Ich musste ihn nicht mal lesen. Eines der besten Dinge an Ryan ist sein nutzloses Pokerface. Es ist schon verrückt, wie du Angst davor haben kannst, das zu bekommen, was du dir erhoffst und gleichzeitig Angst hast, es nicht zu bekommen. Es ist auch komisch, dass deine Hoffnungen, wenn sie erfüllt werden, ein wenig wie Angst schmecken. Gerade genug, um dein Herz zu rasen zu bringen und dein Gehirn in einer dieser elektrischen Kugeln zu verwandeln, die man früher kaufen konnte. Er sagte mir, ich soll in Haven bleiben, und als ich runter auf die Hauptstraße sah, konnte ich mir nur für eine Sekunde nicht vorstellen, wo in der Welt ich lieber sein würde. Oh, das ist ja schön. Er gab mir das Gefühl, ich könnte ein Teil dieses Ortes werden, als könnte ich so sehr Teil von Haven Springs sein, wie die Berge und der See und das Frühlingsfest. Als hätte ich es verdient. Vielleicht habe ich das. Malit an Isomnie, als ich klein war. Ich versuche nicht, dich zum Planen deines ganzen Lebens zu bringen. Küss sie, du Idiot. Triff mich im schlaflosen Garten, schließe meine Augen und sieh das verkünftige Du, das sich erinnert, das heutige Ich zu küssen. Ich muss sagen, das war schon echt eine wunderschöne Szene. Ich bin bloß gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Steph. Ich hoffe, sie kommt damit klar. Es gibt die Art Bedrohung, die dich nachts wach hält. Aufmerksam und verängstigt. Dann gibt es die Art, von der er nicht mal weißt, also schläfst du friedlich. Rate mal, welche der von eher umbringt. Ich dachte, ich wüsste, was Typhon ist, aber in Wirklichkeit hatte ich keine Ahnung. Typhon wusste es. Und es machte ihm Angst. Der Horror des Zeugen. Das gelähmte Publikum gefesselt und gezwungen, sich dieselbe, unvermeidliche Choreografie wieder und wieder und wieder anzusehen. Was hast du gesehen, Pike? Vor Gabe, vor mir. Welche Geheimnisse musstest du bewahren und für wie lange? Ich dachte an Charlotte, wie ich ihre Wut hätte schlucken können, wie ich es nicht tat. Ich weiß immer noch nicht, ob es das richtige Entscheidung war, aber ich wusste, dass ich Pike auf meiner Seite haben musste, also tat ich es. Perfekt. Wie gesagt, hab schon öfter erzählt, Alex, oder wie wir jetzt wissen, Alexandra heißt ja eigentlich, aber ich nenne sie weiter Alex, ist voll und ganz immer meiner Meinung. Ich will nicht, dass du verletzt wirst, zieh den Kopf ein, Typhon verliert nicht. Nein, ist keine Option. Ratte, zieh deinen Kopf ein. Die Katzen gewinnen immer. Mit zitternder Faust streiche ich dich vor ihrer Liste. Ich kann das nicht nochmal. Sehr, sehr belastend immer noch hier alles. Schaut mal, hier kann man jetzt richtig gut sehen, was wir noch bekommen. Wir kriegen in der Episode 5 noch bei Jet was, bei Ryan, bei Riley und bei Gabe natürlich nochmal 2. Sehr cool. Und erfahren wir nochmal mehr. Ah, die können wir uns nochmal anschauen. Es kommt mir vor, als sei das Lab schon eine Ewigkeit her. Ja, stimmt. Aber in-game sollten es, glaube ich, auch schon so ungefähr 2 Wochen sein. Aber ich bin mir ehrlich überhaupt nicht sicher mit den Daten. Aber jetzt reden wir erstmal mit Jet, fragen ihn um Rat. Hey, Jet. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Ja, leider. Du sahst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch 3 brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Oh je, er kriegt ja wirklich alles mit. Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gabe war auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Ich habe Beweisen nachgejagt, dass Typhon für Gabes Tod verantwortlich war. Und jetzt sagt die beides auf einmal. Ich weiß, dass sie etwas begraben haben. Ein Geheimnis. Und jetzt bedrohen sie mich. Und auch Steph. Und Ryan. Bedrohen euch? Wie? Pike zeigte mir Fotos. Typhon beobachtet uns.
Ich gebe nicht auf, Jed. Nie im Leben. Ich weiß, was Sie verbergen. Warte. Sagst du mir gerade, dass du wusstest, dass Typhon korrupt ist? Die ganze Zeit über? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ja, absolut. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Okay. Da, weiter oben. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Das, wonach du suchst, ist da unten. Jed? Warum bist du traurig? Mir leid, Kleines. Okay. Nimm die Waffe runter. Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Du steckst dahinter. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Oh mein Gott, Alex. Was? Was? Jed? Echt jetzt? Warum? Wow. Ach, come on. Was soll denn das jetzt hier? Was ist denn los bei ihm? Wir werden gleich über die ganze Episode reden. Obwohl, wir müssen es eigentlich jetzt machen. Also, ganz kurz mal. Die Episode war echt richtig cool. Jetzt mit Abstand die kürzeste, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was zum Teufel geht hier ab? Es war so ein entspanntes, schönes Frühlingsfest. Ihm geht's die ganze Zeit gut, wir vertrauen Jed von Sekunde 1 an, seit wir hier sind, weil er uns eben ein Zuhause bietet, eine Unterkunft, einen Job. Und dann passiert sowas. Er hat irgendwas vor 10 Jahren oder vor 10 Jahren was erlebt oder irgendwas ist passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Was genau das ist, werden wir, denke ich mal, noch in der letzten finalen Episode, im letzten Kapitel rausfinden. Aber was zum Teufel? Jed steckt dahinter. Jack steckt ganz tief mit Typhon drin. Das ist ultra crazy. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Er war doch der, wo man nach Steph und Ryan am meisten vertrauen kann. Also das geht ja mal komplett gar nicht
Ich bin gespannt, ob sie überhaupt gefühlt jetzt noch eine Episode 5 geben wird, weil gefühlt Alex wurde angeschossen, ist in die Tiefe gefallen und wie geht's jetzt weiter? Ich bin sehr gespannt. Aber nun kommen wir erstmal zu den Entscheidungen. Pike hat Alex überzeugt, Typhons Affidavit, ich weiß nicht, Affidavit, ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht, zu unterschreiben. Tatsächlich 30% sogar, ja krass. Nee, ich nahm die Angst und das war, denke ich mal, auch okay so und gut so. Dann hier, ja, oh, das dachte ich mir eigentlich schon, was niemanden die Rose geben, das ist ja richtig doof. Also ich bin richtig froh. Und ich habe euch ja schon erzählt, eigentlich seit Episode 2 war mir klar, Finale, da wo wir dann mit Ryan an den Felsen lagen, dass ich ihm auf jeden Fall, falls es in eine Romanze irgendwie ausgehen wird, ihm was die schenken würde statt Steph. Aber wie man hier sehen kann, Steph ist halt einfach eine coole Person. Ich mag ihren Charakter, ich mag aber auch Ryan sehr. Bei Steph, sie ist bloß teilweise sehr launisch, muss man sagen. Und das hat man bei Ryan jetzt noch nicht so gemerkt, weil er ist einfach ein cooler Dude. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Tatsächlich wenig Prozent. Hat an einen schönen Moment am Lagerfeuer genossen. Ja, 70%. Das kommt ja immer drauf an, ob man es sieht. Hat nicht auf der Couch gesessen. Alex hat sich zum Überlegen genommen, bevor sie mit Chat sprach. Oh, verdammt. Ich habe doch alles angeguckt. Was soll denn das? Verdammt. Haben wir übersehen jetzt gerade zum Schluss. Dann. Ah, hier gibt's das alles. Steph. Ah, hier sind jetzt eben, ja, genau die Entscheidungen, die wir hatten. Was gab's denn da? Steph und Alex planten, nach Berlin zu ziehen. Oh, what? Also nach Deutschland sogar. Steph und Alex planten, nach Salem zu ziehen. Ans Meer zu ziehen. Oder wir haben sie erst gar nicht auf dem Dach getroffen, weil wir uns für Ryan entschieden haben. Okay, krass, mit ihr kann man ja noch viel mehr Pläne machen. Steph und Alex haben sich geküsst, umarmt oder halt nicht getroffen, klar. Kommt halt je nachdem darauf an, wie man die Rose gegeben hat. Denn Ryan und Alex haben darüber nachgedacht, wie sie im Plattenladen arbeitet. Ah, verdammt. Haben darüber nachgedacht, wie in der Black Lantern arbeitet. Ah ja, krass. Ryan und Alex haben sich nicht auf dem... Ja, klar. Weil das kommt natürlich jetzt auch... Merkt euch mal 70-30. Oh, verdammt, zurück. 70-30. Hier eben ja auch. Die Rose war auch ungefähr so 70-30. Deswegen natürlich. Und sie haben sich geküsst, haben... Ja, also nur am Abend hat wirklich ja Minimalpersonen gemacht, ob bei Steph oder bei Ryan, ist eigentlich wurscht. So, Alex und Charlotte haben einen bittersüßen Moment auf dem Fest geteilt. Oh ja, geil. Also es war gut. Weil es gibt noch, Charlotte fühlte sich merkwürdig gleichgültig auf dem Fest. Ja, das ist nämlich, wie ich mir schon von Anfang an gedacht habe, wenn man die Trauer nicht richtig auslebt, war ja eben da so. 50-50, ganz klar, aber ich bin mega glücklich, dass ich die Wut nicht genommen habe. Ist auch an sich alles viel besser dadurch gewesen. Wir haben uns nicht mit Steph verstritten. Wir haben Charlotte, ging's gut und ihr geht's auch weiterhin gut. Sie hat die Trauer jetzt eine weitere Ebene erreicht. Sehr gut. Riley ist aufs College gegangen. Alex hat noch die Krankheit enthüllt und dabei blieb sie. Riley ging nicht aufs College und Alex hat Riley nicht gefunden. Oh, okay, das haben ja die größten Teile sogar. Riley ging nicht aufs College, ist wahrscheinlich, wenn man schon in der vorherigen Episode davon erzählt hat. Ducky hat nach dem Tanz mit Alex am Fest teilgenommen. Ah, okay. Ja, krass, den haben ja auch viele gesehen, aber der saß auch echt im letzten Eck am Ende der Episode, ne? Aber gut. Dann, wir haben beim Jellybeans-Dings geholfen. Jo, gut drei Viertel. Alex hat nicht mit dem Diner-Verkäufer... Doch, klar habe ich mit dem geredet. My Blog-Post geholfen. Ah, okay. Ja, schade, aber ich glaube, wir haben ihn gelesen. Hat die zwei Freunde zusammengebracht. Ja, sehr schön. Ja gut, und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Episode 5 wird nochmal so richtig krass. Ich dachte mir schon das ganze Spiel über, yo, warum ist hier eigentlich so wenig Action los? Ich meine, wir haben... Na, wir hatten schon ein bisschen, vor allem in der ersten Episode, richtig viel Action, richtig viel Chaos. Aber jetzt auch vor allem die Lab-Episode war richtig entspannt. Die hier war auch super schön, super ruhig, wenig Drama und jetzt plötzlich das. Ich komme nicht drauf klar. Jet, wir hätten ihm anscheinend nie vertrauen dürfen. Er hat uns einfach eiskalt erschossen. Ob Alex noch lebt, das werden wir in der letzten Episode, im letzten Kapitel rausfinden. Aber nun möchte ich euch erstmal zeigen, wir haben tatsächlich bis jetzt alle Sachen gefunden. Bis auf ein paar Sidequests, eben mit diesem Diner-Typen. Aber okay, seid gespannt.
Ich bin sehr gespannt, ob Alex noch am Leben ist. Das finden wir raus in der nächsten Folge von Life is Strange, Two Colors.